So, und damit herzlich willkommen zurück auf YouTube und bei Twitch. Wir machen jetzt weiter mit unserem neuen Park. Also, ja, neu lief er jetzt schon ein, zwei Folgen. Wir machen hier jetzt auf jeden Fall weiter. Denn die Trauma ist natürlich auch immer noch da. Hallo. Ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, ob du was gesagt, ob das rüberkam. Ich auch nicht. Ja, jetzt aber. Danke. Sollte nur eine Aufforderung zum erneuten Sprechen sein. Ja. Was bauen wir denn jetzt noch Schönes hier? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau, was ich noch bauen möchte. Ich wollte auf Du jeden Fall noch könntest irgendwo noch. ein Kettenkarussell unterbringen. Ja. Was wolltest du sagen? Ein Kettenkarussell. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich mag die Wasserrutsche. Nein. Oh. Ist immer noch eine Wasserbahn. Jetzt sage ich halt die Wasserrutsche. Mensch, Mensch, Mensch. Einmal mit Schon. Profis arbeiten. Ja. Wie hieß denn die blöde Fehlermeldung? Ja, das kommt davon, wenn man sich nicht merken kann. Gut, wenn du eine Wasserbahn willst, Ja, ich will eine dann Wasserrutsche. ja. Dann heißt das Kettenkarussell jetzt schon mal Pirate Swing. Was? Pirate wie? Swing. Okay. Also Piratenschwung. Hört Ja. sich auf Englisch natürlich wesentlich besser an und auch logischer an, auch für Englischsprachige. So, wie nennen wir das Haunted House dann? Du hast übrigens nicht Pirate geschrieben, ne? Will ich. Du hast Pirte geschrieben. Warte mal. Ja. Siehst du, ich hab aufgepasst. Nee, nicht Piarte, sondern Pirate. So. Genau. Jetzt haben wir's. Ha, ich hab immer aufgepasst, das reicht für heute. Haha. Wie nennen wir denn jetzt unser Haunted House? Wie nennt man denn noch eine so Saloon auf piratisch? Nee, nicht So Pub, du Wirtshaus meinst oder so. Spelunke. Oder Spelunke, ja. Spelunke? Mit IE, nee. Puh, warte. Spelunke. Genauso blöd, wie man es spricht. Ah, das ist jetzt natürlich. Das fällt mir jetzt auf. Soll ich das so nennen? Du siehst es ja gleich. Ich lasse es mal so. Spielunke. Nee, Spielunke. Dumm. Ein, zwei, gegen. Spelunke, oder was? Spielunke. Ja, aber ist ja egal. Mir geht's um den Rest. Ich Spielunke zum nenne das um. einbeinischen Joe. Kommst du zum einbeinischen Joe? Was Weiß so ich als nicht. Fahrer? Kreativität. Aber Ach mich so. stört es, dass wir einen Joe haben, der zuschaut. Das ist mir nach dem Tippen eingefallen. Also nicht jetzt, aber allgemein zuschaut. Ach, Egal. Packen. ist Der nicht schlimm, wird. passt schon. Nö, der findet das schon nicht so schlimm, ne. Taverne wäre natürlich auch richtig, ne? Merk, sehe ich gerade. Taverne, Taverne, stimmt. aber Taverne, das klingt mehr, als wär's am Wasser. Irgendwie, glaube ich. Ja.
Ja, wir können hier ja gleich so ein bisschen Wasser durchziehen. Hatte ich sowieso in der Art vor, dann dadurch. Der Ich bin Drache passt umgeklickt natürlich mehr nicht nach. so ganz eigentlich, Ich bin aber umgeklickt egal. aber mehr nach nach Piraten. Würde ich. Ja, ich würde sagen, also Taverne, okay, aber Taverna ist auf jeden Fall das gleiche wie Spelunke, nur auf Englisch. Also ich glaube, auf Englisch haben sie dann Eine nur einen Namen, Taverne ne? ist ein einfaches griechisches Gasthaus. Ist eine Taverne. Griechisch. Ja. Okay. Ja, und Sagt Taverna, so wird man Taverne. es ja im Englischen schreiben. Da müsstest du dann jetzt auf Englisch suchen. Auch da, was? Langer, linker. Neben Fluss der Sense im Schweizer Kanton Freiburg. Okay. ja, ist trotzdem ein griechisches Ding da. Okay. Also So, Spelunke. wer jetzt den Namen liest, also vor allem der X-Sound, könnte da eventuell so ein bisschen sich an irgendwas Expelliarmus oder erinnern. irgendwo erkenne ich das denn? Expelliarmus. Das kam aus irgendeinem Spiel, das kenne ich Eine dann aus Barrel diesen Roll ist Namen. eine Fassrolle. Ja. Und bei, warte mal, Fox Adventures auf So, der Barrel Roller, N64, da war ne? das Ki Ja, das da, da nee, es da war es aber keine hat. Fassrolle, da war es falsch übersetzt, das weiß ich. Ich hab's auf Und jeden was war Fall da drin? mit. Das hat jetzt auf jeden Fall auch mit dem Namen Jack zu tun. Wieso? Was ist da? Haha, Ja, ja, jo, jo, der ja. X-Sound hat's verstanden. Ich will es auch verstehen. Jacks Fassroller, wobei, nee. Fass ist ja, war es ja gar nicht. Im Fass war es ja nicht. Millroller, nennen wir es mal. Also Mühlenroller. Vielleicht kommst du dann drauf. Captain Jack Sparrow ist auf einem, auf einer Mühle, auf einem Mühlenrad gerannt. Aha, ach so. Weißt du das? Was? Bei Flug der Karibik, Captain Jack Sparrow. Hab ich leider nie geguckt. Ach so, ja, im dritten Teil, glaube ich, da rennt er auf einem Mühlenrad. Und das ist jetzt halt unser Doppelriesenrad hier. Ach so. Weil wir sind ja jetzt, haben wir ja gerade entschieden, hier schon im Piratenthemenbereich. Dann müssen wir da allerdings noch die Farben anpassen. Die anderen Farben passen ja. Ich glaube, das passt fast schon. Die anderen Farben kann man fast schon so übernehmen, ne? Ja, doch, das können wir so lassen. Dann machen wir uns jetzt mal an deine Wasserbahn. Ja. Bahn. Wasser. Bahn. Doch ja, Wasserrutsche. Wie ist denn überhaupt der Ja. Fehler? Was? Ich reg mich nur über dich auf, männlich. Alles gut. Okay. Die darf ich jetzt auch nicht nach oben bauen, Was? ne? Die darf ich jetzt auch nicht nach oben bauen, ne? Wollt's mir immer noch verbieten, ne? Oben bauen. Nee, Ja, ich würde erhöht. es immer noch nicht. Kannst es natürlich probieren, aber ich würde es nicht machen. Ja. Ja, ich merke schon, du verbietest es mir. Nein, ich verbiete es dir nicht. Aber ich würde es halt Och, nicht machen. Mensch! Nimm's doch Was? nicht immer alles so ernst. Doch. Lass mich bei der Aussage. Nein. Ach, irgendwie kotzt mich das hier an, ey. Nervig.
Ach ja, was will man machen? Was? Das ist Bo. Genau. Kennst du das noch von damals? Aus der Schule? Immer wenn einer was gesagt hat, das ist Bo. Verstehe ich nicht. Nee? Vielleicht Nee, das. gab es das bei uns nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das war einfach die Reaktion auf was. Ach so. Aber das war Was? halt frech. Das war halt frech. Sitbo. Ach so. Hallo Planet Coaster. Wie, Planet Wer ist Coaster? Planet Coaster? Planet Coaster als Name, ja. Ja, hallo Planet Coaster. Ja, die streamen ja nicht hier, sonst hätte ich jetzt schon fast gedacht, das könnten auch die echten Stimmt. sein. Hab mich jetzt gerade Ja. schon ein bisschen. Ich hab schon gerade ein bisschen irritiert gewesen. Or Planet Coaster, if you only understand English. Hello. Yes. Planet Coaster, bestes Planet Coaster. Spiel. Ja, Bis sehe jetzt ich. ist ja noch draußen. Genau, es ist noch nicht raus, aber ich sehe es auch so, dass es so sein wird. Höchstwahrscheinlich. Jetzt weißt du doch noch, ne? Nee. Kannst du doch noch gar nicht einsen. Ja, ich kann's. Ich kann's aber Noch trotzdem gar jetzt nicht schon einschätzen. vermuten. Ich kann's schon vermuten. Wenn ich sage, ich kann das vermuten, dann kann ich das. Nein. Aber es kommt ja bald, ne? Glaube ich. Ja, das Am dauert nicht mehr lange. 17, nee, 27 oder sowas war das doch. Ich meine am 22. 24, okay. Ich meine genau einen Monat nach meinem Geburtstag. Ja. Wann hast du Geburtstag? Nee, ich hatte am 22. Februar. Ach so. Das war jetzt ernst gemeint. Genau Ja, einen Monat nach schön. meinem Geburtstag. Was schön, du bist schön oder auch nicht, weiß ich nicht. Ach ja. Ach nee. Ach ja. Nein, nein, nein. Okay. Ja. Was baust du da eigentlich gerade? Ja. Deine Wasserbahn. Jetzt Meine die zweite Wasserrutsche. Abfahrt gerade. Eine Wasserrutsche, meinst du? Lego Mio. Ach, das hast du gar nicht, das hast du jetzt gar nicht gehört. Das hat man jetzt nur im Stream gehört wahrscheinlich, weil ich zu leise gesprochen habe. Das habe ich schon gar nicht gehört. Das ist schön, das gefällt mir. Mach extra Chat gerade allerdings an. Ja, ich hab's gehört, Jan, du mich auch. Ja, Schön. Jetzt muss ich den Stream ja doch ordentlich laufen. Ah, damit du nicht heimlich mir irgendwas verheimlichen tust hier. nee, ich hab's nur zu leise gesagt, ich wollte gar nichts verheimlichen. Also. Ah, jetzt weißt du ja, dass du mir was Ich hab verheimlichen dabei, könntest. ja, ich hab dabei nur unten halt geguckt und unten rechts, wo ich halt sehe, ob ich im TS spreche oder nicht. Ach Und so. da habe ich das dann gemerkt, dass es halt nicht zu hören war. So, da haben wir die Wasserbahn auch schon fertig. Ging ja Yeah. recht fix diesmal. Stimmt. Die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, sagst du jetzt. Morgen meckerst du wieder. So wie immer. Ja, ich höre. Egal, was ich mache, du bist immer nur am Meckern. Ja. Ich meckere doch nicht. Also, wann meckere ich denn mal? Vor allen Dingen ich. Also jetzt so in Wahrheit jetzt so und so. Nee, wirklich nicht. Ich hab meine ganze Mecker-Ecke heute schon rausgeschmissen. Ja, doch stimmt, im TS hast du heute gemeckert, so über den einen oder anderen, aber nicht über mich.
Alle, die mich genervt haben, die habe ich ausgemeckert, ja. Richtig. Das wollte ich meinen. Ja, wenn man seit um 11 probiert, da irgendwie sein Windows drauf zu kriegen. Ja, klar. Weißt du, und dann. Ich hab ja auch nicht gesagt, dass das nicht nachvollziehbar um 18 Uhr war. Denkt, ach, jetzt installieren wir einfach. Was ist denn hier los? Was? Was ist denn hier los? Alter! Guck dir das an, Alter! Nein, das ist nicht. Alter, was ist das denn für ein Bug? Nein! Was denn? Ich kann nicht mehr! Guck dir das an! Hier liegen gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boote auf der Warteschlange und davor. Und ein Boot liegt halb noch in der Wasserbahn nach unten hin. Das ist ja mal übelst geil. Wie kann das denn sein? Was ist denn deine Lieblingsachterbahn? Alter, ja gleich. Ich komme hier gerade nicht drauf klar. Meine Lieblingsachterbahn, fragt Planet Coaster. Ja, darüber hatten wir ja schon die Tage mal gesprochen. Planet Coaster war natürlich nicht dabei, deshalb sage ich es jetzt nochmal. Für alle, die sich auf YouTube da vielleicht drüber aufregen. Schon mal vorweg. Also meine Lieblingsachterbahn ist Kern an dem Hansapark. Danach kommt Flug von Novgorod. Und als drittes, was hatte ich denn auf Platz 3? Immer noch Blue Fire, glaube ich. Wurde noch nicht abgelöst, oder? Doch, klar. Expedition GeForce im Holiday Park. Und danach halt Blue Fire im Europapark. Und danach müsste ich, glaube ich, immer die Black Mamba halt im Phantasialand genannt haben. Ich kenne keine. Doch, du kennst die eine. Die Wasserrutsche aus Bloden, die mag. Wasserbahn! Die Wasserbahn aus Bloden, finde ich. Wildwasserbahn. Das war's aber schon. Ja. Mehr kenne ich nicht. Die haben doch auch eine Achterbahn, oder nicht? Nein, die haben keine. Die haben inzwischen, glaube ich, sogar zwei oder drei. Die haben so ein kleines Zeug wie so eine Mini-wilde Maus-Ding. Alter! Haben die da, oder sowas. Was ist denn aber hier nicht in Ordnung? Das Ding ist zu hoch gesetzt. Der Anschluss ist zu hoch. Ah, echt? Jau. Ah, jetzt erkenne ich's. Oh, und ich frage mich, was hier kaputt ist. Ich habe das gar nicht gemerkt. Das müsstest du auch mal probieren, ob du das hinkriegst, dass die da immer wieder drauf fallen. Also noch höher bauen. Ja. Direkt so, weißt du? Nee, glaube ich nicht. Nee? Glaube ich nicht, dass das klappt. Das ist einfach nur krank. Ja, da fehlt ein Viertelmeter oder sowas. Ja, genau. Den habe ich jetzt runter gemacht. Und ich frage mich, was da kaputt ist. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Bei Rollercoaster Tycoon konntest du es ja dann nicht starten, ne? Hm. Und jetzt schon. Komisch. Warum denn nicht auch? Flug der Dämonen. Flug der Dämonen ist auch cool. Ja, Flug der Dämonen war ich sogar im Überlegen, halt mit Phantasialand hier Black Mamba auszutauschen. Hatte ich auch getan. Bin dann nochmal Black Mamba gefahren und dachte mir so, nee. Da durch diese Schluchten zu düsen ist einfach noch viel geiler. Weiß nicht, ob du die Black Mamba kennst, ob du die schon mal auf Bildern gesehen hast. Die Drama. Warte mal, wenn ich das jetzt in Google eingebe, komme ich bestimmt wo anders raus. Black Mamba Phantasialand. So schwarze Schienen, Afrika-Themenbereich. Ja, das habe ich irgendwie erwartet. Ich gucke mir alles mal ein On-Ride an. Und alles total durch ein. Wie On-Ride. Von mir gibt's ja, da doch noch gar keinen On-Ride von. Guckst du etwa fremd? Nein. Würde ich niemals machen. Also
Ei! Was? Was denn? Western Express ist halt 68 Minuten defekt. Sie sollten gucken, was da los ist. Oh. Ja, ja. Der Western Express ist nicht hochgesetzt, ne? Da hängen trotzdem zwei Mechaniker drin. Oh, okay. Also liegt an sich in irgendeinem. Einer ist too tired to work. Und der andere ist auch too tired to work. Ah, spitze. Oh, jetzt geht's endlich mal los. Hast du vorher die ganze Zeit in der Station gestanden, oder? Was? Hast du vorher die ganze Zeit in der Station gestanden bei dem Onride? Nö, der ist da noch rumgelaufen. Ach so, mit Warteschlange, ja, das ist auch immer cool. Nee, der ist einfach bloß rumgelaufen, so, ohne, so. Okay, sehr cool. Okay. Man sieht zwar der Hälfte nicht, der Ton klingt trottig, aber... Ja, ich hab da auch schon gute gesehen, dann mach mal... Such mal ein neues. Nö, es geht schon. Sieht witzig aus. Vor allem dadurch die Schluchten, das ist einfach so mega geil. Boah, warum ja, spackt meine Maus? Warum spackt meine Maus denn jetzt schon wieder so? Weil du eine Funkmaus hast und dir endlich mal eine Nein. Solltest? Nein. Nein, das liegt nie an deiner Funkmaus, ne? Ich habe keine Funkmaus. Ich habe nur eine Funktastatur. Achso, oh. Dann solltest du dir mal eine neue Maus holen. Oder mal sauber machen, das hilft auch meistens. Lohnt sich nicht. Bei einer 10-Euro-Maus, oder? Was? Sauber machen bei einer 10-Euro-Maus? Kannst du ja natürlich auch eine neue 10-Euro-Maus holen. Genau, für 10 Euro kann man sich auch eine neue Maus holen. Sah witzig aus. Hat ja auch 3-4 Jahre gehalten schon. Ja, passt doch. Die Hammer-Maus. Eine Hammer? Ich kaufe mir mal eine ja. Logischmaus. Die kosten dann 15 Euro. Ich hatte eine Funkmaus von Logitech. Oder hab sie noch. Nee, Funk. Aber da Funk ist nach. Da ist inzwischen nach einem Tag die Batterie leer. Ich frage mich warum, oh. Aber. Ja, da was auseinandernehmen? Nee, lass mal. Auch als Elektriker? Nee, lass mal. So, ich jetzt haben wir gerade den. Ja. Jetzt haben wir hier gerade unsere Zone 4 festgelegt. Okay. Sag mir mal einen Namen für Piratenbereich, Mensch. Du kannst auch mal einen Namen ausdenken. Bin schlecht im Namen ausdenken. Pirate Beach. Ja, ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Weißt du, woher du das hergehabt hättest? Weiß ich nicht. Woher? Von... unserem Test it. Ach so, okay. Mhm. Passt doch. Passt doch. Einfach klauen und sagen, passt doch. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich sag mal so, das Ding sieht nicht unbedingt aus wie ein Schnarr. Noch nicht. Noch nicht. Wenn du gerade gucken würdest, würdest du sehen, dass ich gerade hier überall das Land senke. Ja, das sehe ich. Ja, also haben wir gleich einen Strand. Da gebe ich dir recht.
Wenn es jetzt gerade bei euch leckt, ist das übrigens nicht unbedingt der Stream, sondern jetzt gerade auch das Spiel. Ach so, während okay. Ich hier das Land senke. Ja, ich sehe es gerade, das ist ein bisschen. Wahrscheinlich das Land senken, dann regnet es noch. Ja, genau. Hast du eigentlich die Wasserrutsche schon voll gemacht, aufgemacht? Ja, ach, stimmt, da fahren schon welche mit. Und nein, ich hab, nein, ja. Die Wasserrutsche habe ich nicht voll gemacht und auch nicht aufgemacht. Hä? Nur die Wasserbahn. So. Ah, so. Ey, ohne Scheiß, du musst das jetzt mit Absicht machen, ne? Ab und zu machst du es mit Absicht, das weiß ich wohl, aber ich glaube nicht immer. Das stimmt. Aber ich merke es mir auch mit Absicht nicht. Naja. Auch ob das geht überhaupt. Ach jo. Hä, was? Ob was, was geht? Wie? Ich weiß es nicht. Also. Genau. So. Ich behaupte mal, halb eins wären keine Leute mehr. Bei den SSD-Typis online sein, um mir eine Support-Nachricht zu beantworten. Es ist ja auch nicht halb eins, sondern halb zwölf. Wenn ich doch. Da ist es schon mal etwas wahrscheinlicher, aber. Auch glaube ich trotzdem nicht. Aber auch nur etwas, wollte ich sagen. Ich hätte ja heute angerufen, aber die haben natürlich bloß von 8 bis um 15 Uhr. Haben die offen und dann auch bloß Montag bis Freitag. Okay. Also, Telefon. Das ist doch immer bescheuert. Ja, ein bisschen. Na ja, gut, so ist es schöner für die Mitarbeiter. Ja, gut, ich sag mal so. Ob da jetzt nur noch in der Nacht rumsitzen oder ne? Das macht jetzt auch nicht unbedingt einen großen Unterschied. Obwohl mitten in der Nacht wird kaum auch einer anrufen, weil sowas ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Am Wochenende ist das schon wahrscheinlicher. Ja.